Ja, damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Anschluss an das Tipico-Bundesligaspiel zwischen dem LASK und dem RZ Pellets WAC. Der LASK schlägt den WAC mit 3:1. Und am Podium begrüßen darf ich jetzt unseren Cheftrainer und Sportdirektor Dominik Thalhammer und unsere Nummer 14 heute auch Torschütze Hussein Balic. Und damit kommen wir gleich zu den Fragen der Medienvertreter. Herbert Pumann, Upper Liga Portal. Herr Thalhammer, was war das für eine verrückte Geschichte mit Peter Filipovic vom Spiel aus Ihrer Sicht jetzt und wie weit beeinflusst es dann die Spielvorbereitung, die Ansprache? Gar nicht, weil wir ein Team sind und weil in einem Team manchmal mal ein Fehler passiert und das ist kein Thema und es war kein Thema und deswegen möchte ich das gar nicht kommentieren. Georg Lebelhuber, Kronenzeitung. War es ein Eingabefehler oder ein Systemfehler? Ja, Fakt war, dass die Situation so war, wie sie war, dass wir da diese Situation einfach zu lösen hatten. Und was es jetzt genau war, die Zeit hatte ich auch nicht, das zu eruieren. Ich weiß es wirklich nicht. Also wir hatten die Situation einfach zu lösen und Andres Andrade hat ein super Spiel gemacht und das ist für mich einfach wichtig und für mich ist auch wichtig zu sehen, wie das Betreuerteam dann reagiert, wie die Mannschaft reagiert und da sieht man, dass wir ein funktionierende Einheit sind und das macht mich einfach sehr, sehr stolz. Roland Kortner, Volksblatt. Also Anschlussfrage bitte, ja. Ja. Entschuldigung. Ja, aber so kurz vorm Spiel, wann war die Situation circa? Ja, sie war circa so 25 Minuten, 30 Minuten vom Spiel. So, jetzt Roland Kortner, Volksblatt. Dominik, gehen wir mal grundsätzlich zum Spiel. Ihr habt es ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Seid ihr mit der ersten Chance in Führung gegangen? Wie würde mal so eine grundlegende Analyse vom Match ausfallen von dir? Na, ich glaube einfach, dass Wolfsberg natürlich ein sehr schwieriger Gegner ist und es war für uns natürlich auch ein kompliziertes Spiel, auch im Anbetracht auch, des Spiels am Donnerstag. Und es stimmt schon, dass wir ein bisschen gebraucht haben, um reinzukommen, aber ich denke, dass wir dann eine gute Struktur gefunden haben, dass Wolfsberg nicht das spielen konnte, was sie spielen wollen und dass wir den Gegner immer besser in den Griff bekommen haben und denke ich auch verdient oder nicht unverdient in Führung gegangen sind und ab diesem Zeitpunkt, denke ich, das Spiel sehr, sehr gut kontrolliert hatten und auch noch einige Torchancen mehr hatten und eigentlich auch uns es mehrheitlich gelungen ist, auch Wolfsberg von unserem Tor wegzuhalten und habe da eigentlich keine nennenswerte Torchance von Wolfsberg gesehen und so finde ich, dass wir absolut verdient gewonnen haben gegen einen natürlich auch guten Gegner. Georg Lebelhuber, Kronenzeitung. Wenn man sich die junge Saison nun noch anschaut, also ich beginne mit Austria, Tirol, Streda, heute. Sie sehen nach wie vor viele Steigerungen in vielen Bereichen. Ja, aber ich verstehe eigentlich auch nicht immer die Sichtweise, dass man Austria nicht so bewertet, wie es wirklich war. Es war nämlich eine gute Spielleistung. Es war Tirol 45 Minuten lang eine gute Spielleistung. Aber wenn man jetzt über das gesamte Spiel hinweg sieht, denke ich schon, dass immer mehr Stabilität eintritt und Steigerungen einfach zu sehen sind. Und von daher, denke ich, zeigt der Weg in die richtige Richtung. Weitere Fragen? Herbert Pumann? Hussein, fast ist noch gar zu lange her. Da hast du noch gesagt, naja, wenn der Knopf aufgeht, dann kommen die Erfolgserlebnisse. Jetzt ist der Knopf aufgegangen, bei dir auch besonders. Du scorst, Argut scorst, die Stürmer allgemein. Jetzt schon gegen Streda, da habt ihr sogar 6 Torschützen gehabt bei den 7 Toren. Also da läuft es vorne. Also der Knopf ist aufgegangen und wenn du schon mal vielleicht einen Blick voraus für Lissabon. Ja, ich glaube, ich habe es letztes Mal ganz gut getroffen, indem ich gesagt habe, wir machen uns da überhaupt keinen Druck und ich freue mich natürlich, dass es jetzt auch bei mir geklappt hat und natürlich auch für den Marco und für den Andi, dass wir da jetzt da Scorerpunkte sammeln haben dürfen und natürlich fährt man jetzt mit einem ganz anderen Gefühl nach Lissabon. Weitere Fragen? Roland Kortner?
Nach einem Spiel wie am Donnerstag, es war der höchste Europacup-Sieg überhaupt des LASK, es war wahrscheinlich viel Emotion auch drinnen. Wie schwer war es, heute in die Gänge zu kommen? Es ist ja nicht immer einfach, dass man nach so einem Europacup-Spiel dann wieder gute Meisterschaft hinlegt. Sogar die Bayern haben ja heute 4-1 verloren in Hoffenheim. Wie ist dir da persönlich gegangen, damit ins Spiel zu kommen, wieder auf Touren zu kommen? Ja, also ich denke, dass wir als Mannschaft uns ganz klar vorgenommen haben, dass wir heute kein bisschen weniger machen dürfen im Spiel und natürlich auch von Anfang an präsent sein müssen, weil gegen einen Gegner wie WRC, wenn man da von Anfang an nicht präsent ist in den Zweikämpfen, kann das schon mal nach hinten losgehen. Und dementsprechend haben wir uns einfach im Kopf auch gut vorbereitet und gesagt, dass wir heute genauso mit derselben Einstellungen wie am Donnerstag in das Spiel gehen müssen. Weitere Fragen? Georg Löbelhuber. Ist jetzt diese Selbstverständlichkeit, die vielleicht zu Beginn der Saison ein wenig abgegangen ist, nämlich im Angriff beim Verwerten der Chancen, ist die jetzt da? Ja, es ist immer schwer zu sagen. Natürlich, wenn man hintereinander trifft, kommt halt das Selbstvertrauen und man geht auch irgendwie anders in die Chancen rein und einfach im Kopf auch mit dem Gedanken, den mache ich jetzt wieder, und ich glaube, das zeigt dann einfach, das sieht man dann einfach im Spiel auch, jetzt entweder bei mir oder beim Marco oder auch beim Andi Gruber. Weitere Fragen? Roland Kornner. Dominik, du hast in der Pressekonferenz vor dem Spiel gemeint, der LASK hatte im Frühjahr gegen Wolfsberg ein bisschen taktische Probleme. Man hat, glaube ich, einen Punkt gemacht aus diesen beiden Frühjahrsmatches. Was hat man heute anders besser gemacht im Vergleich dazu? Naja, da muss man dann sehen, wie der Gegner spielt und dass sie sich schon sehr flexibel entwickelt haben. Ob sie einmal mit Raute im Mittelfeld spielen, dann spielen sie einmal, positioniert sich die Mittelfeldraute dann als Quadrat, und dann war es im Spiel im Frühjahr gegen den LASK, haben sie aus einem 4-2-1-3 gespielt, wo sie dann sehr flache Außenverteidiger hatten und breite Flügelspieler, und dann hatte man im 3-4-3 Schwierigkeiten, Zugriff zu bekommen, und deswegen war unser Konzept heute, aus einem 4-3-3 gegen den Ball zu spielen, wo wir all diese Varianten, denke ich, sehr, sehr gut im Griff hatten und im Griff gehabt hätten, wenn auch der Gegner umgestellt hätte. Und von daher glaube ich, dass wir ja gegen den Ball gut strukturiert waren und der Gegner auch nicht das spielen konnte, was er wollte. Weitere Fragen, Herbert Pumann. Auch an Sie die Frage mit dem Selbstverständnis jetzt in der Mannschaft, wie weit das vorhanden ist, weil letztes Jahr im Herbst war das ja prägend, auch gerade in der Europa League. Jetzt habt ihr richtig Selbstvertrauen getankt, 10 Tore innerhalb von 3 Tagen, nur ein Gegentor. Wie weit ist das Selbstverständnis? Ja, es ist, ich denke, entscheidend ist, dass man es als Mannschaft schafft, in diese Abschlusssituationen zu kommen, und das war ja auch in den anderen Spielen schon der Fall. Und dann sind viele Situationen natürlich auch vielleicht vom Zufall auch abhängig einmal und ob man jetzt trifft oder nicht trifft oder von Kleinigkeiten. Aber ich glaube, entscheidend ist, dass wir in diese Situationen kommen, und deswegen waren wir auch sehr ruhig und gelassen. Und ja, Dunajska war natürlich für uns einfach ein sehr, sehr gutes Spiel diesbezüglich, dass wir einfach hier Selbstvertrauen tanken konnten und jetzt halt, denke ich, auch ein gewisses Selbstverständnis mehr entwickeln können, und das gibt natürlich den Spielern Vertrauen und Zuversicht. Weitere Fragen? Ich glaube nicht. Dann sage ich vielen Dank fürs Dabeisein, auch an alle Fans vor dem Livestream, und wir sehen uns das nächste Mal wieder auf der europäischen Bühne, wenn es heißt Sporting Club de Portugal gegen den LASK UEFA Europa League Playoff am Donnerstag, den 1. Oktober im Estádio José Alvalade. In diesem Sinne, guten Abend. Bravo.